Ja, moin moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Oh yeah. Und wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten. Den ziehen wir uns natürlich rein. Können wir irgendwas herstellen? Medizintechnisch nichts, nee. Wurfgeschoss, robuster. Also Hirschfell wieder mal. Na gut, wir können glaube ich nichts herstellen. Ich möchte gerne zu den Fähigkeiten. Hier haben wir nichts hinbekommen. Nein. Drücke LS, um das Fadenkreuz beim Ziel. Achso. Du hast ein zusätzliches Gesundheits... Ah, das könnten wir, glaube ich, nochmal ausbilden, ne? Du verringerst den Schaden, den du durch Explosionen erleidest, um 50. Was haben wir noch? Komm, sprinten und nachladen ist eine schicke Nummer. Das machen wir auf jeden Fall. Yeah. Gut, hier haben wir noch eine kleine Kiste, die nehme ich vorher noch mit. Okay, die ist über uns, wir nehmen sie nicht mit. Wir reisen jetzt nach Amalaki zurück. Wir haben einen Anruf von Dennis bekommen, der unsere Hilfe benötigt. Und deswegen, oh, da ist noch eine andere Sidequest. Und was ist das hier unten? Pfad des Jägers, Aufgabe. Na gut. Na komm, schnell reisen. Danke. Gut, dann kümmern wir uns heute um Dennis und um die Aufgabe, die wir da bekommen haben, würde ich sagen. Klingt interessant, definitiv. Aber was heißt das? Soll ich ihm vielleicht einen Hirsch einlegen? Das ist aber keine große Aufgabe. Oder soll ich einen Hirsch züchten? Das wäre eine Riesenaufgabe bestimmt. Ich meine, bei den ganzen Tieren, die ich da töten werde in dem Let's Play, müsste man auch züchten. So, schauen wir erstmal in unserem Sale nach. Haben wir irgendwas zum Verkaufen? Ja. So einiges sogar. Okay, ich möchte gerne für unsere Scharfschützengewehre oder für unser Scharfschützengewehr beleuchtetes Zielfernrohr für nachts wahrscheinlich, ne? Reichweite. Erhöhen wir mal die Reichweite. Was? Achso, ich dachte, ich hätte 4000 Gold. Geld. Schade. Dann halt nicht. Komm ich mit klar. Das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Komm, wir gucken uns erstmal die Aufgabe an. Wir haben gesucht. Was, wenn Sie... Er trägt die Tätowierungen der Rakihat. Er wird uns helfen. Was ist denn? Mein Liebling. Mein Juwel. Wie konnte sie das nur tun? Wegen einem Jungen? Einer, lass mich reden. Hör. Meine Tochter Nadia und ein Freund sind fort. Sie wollen sich umbringen. Oh. Sie sind jung. Närrisch. Sie denken, das Leben wird niemals besser. Also gingen sie. Bitte. Finde Nadia. Bring sie zurück. Sie ist jung. Wir suchten überall. Nein, nicht überall. Wir waren nicht am Biharok. Bitte, Herr, kannst du nicht? Du wirst schneller sein. Warum werde ich schneller sein? Naja, gucken wir mal, wie weit weg das ist. Ah, das zu verkraften, das zu verkraften. Gar kein Problem. Einen kleinen Sprint hinlegen, dann wird er schon. Gott, nein. Das letzte Mal, wo ich hier reingegangen bin, kam ein Krokodil. Schnell, Peilung. Oh nein. Flitz durch. Aggressive Tiere. Das ist nicht nett von euch. Was zum... Nein. Erstmal eine Granate werfen. Haha, alte Fallout-Technik, rückwärts laufen. Verzieh dich. Aggressives Tierchen.
Alter. Lass den Scheiß. Oh Gott. Ich hätte vorher mal meine Kamera rausholen sollen, um zu gucken, was hier alles ist. Okay, wir holen uns nochmal 3 von denen. Wer weiß wozu. Ekelhaft. 1. Zwei und 3. Sehr schön. Wieso kannst du nicht laufen? Ach, geht doch. Kiaora. Bist du verletzt? Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen. Aber als wir hier ankamen, redet er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er wollte mich erschießen. Wie bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Geh nach Hause, deine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Kein Problem. Warum bist du Julia? Das gibt nicht mal Sinn. Naja, sprechen wir jetzt mal mit Dennis. Es gibt übrigens sehr kranke Menschen, da könnte es sogar zustimmen, dass das real sein könnte. Gut, wollen wir mal sehen, was hier der gute Dennis für uns auf Lager hat. Ich meine, ich dachte eigentlich, dass er der Wars versucht, das Dorf anzugreifen, aber anscheinend nicht, nee. Was ist passiert? Vars plant, unser Dorf anzugreifen. Während wir hier sprechen, sammelt er seine Leute. Meine Freunde haben auch Ärger. Was hast du herausgefunden? Sie wurden an einen Ort namens PC gebracht. Vars will Lösegeld und sie dann trotzdem verkaufen. Dann ist es gut. Du hast Zeit. Jason, bitte, kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist Vars geschwächt und leichter zu töten. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten, okay? Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Okay. Viel Glück. Geht klar, Chef. Wo müssen wir ganz genau hin? Da unten hin? Wir haben aber das Gebiet noch nicht mehr abgedeckt. Wir hätten sofort hierher gehen sollen, ne? Egal. Prüfung der Rakyat. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal das Gebiet ein, ne? Indem wir das hier aktivieren. Und dahin fahren. Wo war nochmal der Ausgang? Komm, wir nehmen einfach den hier. Hier ist zwar ein Rennen, aber kein Auto. Klasse. Herzlichen Glückwunsch, Zero. Sie müssen zu Fuß laufen. Den ganzen verdammten Weg, oder was? Nein, natürlich nicht. Wir reisen hier hin. Ich habe euch nur verarscht. So. Ab zum Außenposten. Und von da aus können wir natürlich viel leichter dahin fahren, weil da auch Autos sind. Weiß gar nicht, was mit meinem Auto hier in der Heimatdorf passiert jedes Mal. Ich meine, gut, kann ich verstehen. Es ist das einzige Auto für das ganze Dorf. Irgendwie muss man ja zum Puff fahren, ne? Da ist die Tür. Also gut, ab zum Auto. So. Einmal quer durch und dann passt das schon, ne? Ich glaube, ich bin gegen irgendwas gefahren. Bin mir da aber nicht ganz so sicher. Hoppla, ich wurde gesehen! Ah, löscht das Feuer! Löscht das Feuer!
Und jetzt heil dich. Mein Auto. Es ist kaputt. Ich muss ja auch jedes Mal von Klippen springen, ey. Ich stehe einfach drauf. Ich stehe einfach drauf, muss ich zugeben. Ich springe am liebsten von Klippen. Einfach nur so just for fun. Und jetzt werde ich just for fun diesen Typen da töten. Oder ich werde erst gar nicht treffen. Oh Gott, die wissen, wo ich bin. Nimm dies, Auto. Oder nimm eine Granate. Da. Oh Gott, die kommen von allen Seiten. Oh, Multikill, 60 XP. Wir fliehen einfach, gar kein Problem. Sollen die mal da hinten nicht so stressen, du? Was? Nein, nein, Gott, nein. Oh. Krepiere. Scheiß Krokodil, okay. Na super, dessen werde ich auch noch angeschossen. Jetzt habe ich die Navigation verloren. Ich glaube, wir wollten in die Richtung. Lauf. Alter. Ist gut, Freund. Ist gut. Kommt er mir einfach entgegen. Ist da hinten einer? Okay, wir sind wieder safe. Das heißt, wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt. Das geht schnell. So, was haben wir hier? Laufen, ne? Schwimmen? Kräuter? Nee, das ist kacke. Adrenalin. Ja, komm. Wieso nicht? Ich dachte, das wäre ein Nashorn. Wer sagt das? Wer hat das gesagt? Okay, da nicht. Ich dachte, da oben wäre ein Nashorn, ey. Das ist eine Kuh. Alter, Kuh, stirb! Da ist sie weggelaufen. Ist ja unglaublich. Na gut. Wir sind die Gegner losgeworden, wir können uns wieder frei bewegen. Können wir... Nee, wir können nicht schnell wechseln, schade. Da ist meine Kuh. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, wenn ich die abschieße. Na, Halleluja. Oh Gott. Oh Gott. Oh, ich habe keine Heiltränke mehr. Krepier doch einfach. Ja, jetzt läufst du weg, oder was? Arsch von einem Bullen. Gib mir deine Vorhaut. Fett? Wozu brauche ich Fett? Fuck. Wie er ausrastet, wenn er irgendwas holt. Also gut, wir sind fast am Camp. Verzieh dich. Lass mich in Ruhe, du Pute. Oh Gott. Shit, hab nämlich gesehen. Wie habe ich jetzt meine Waffe gerade gewechselt? Vielleicht, weil ich keine Munition mehr habe? Ja, ich habe keine Munition. Das ist ein bisschen böse. Okay, ich habe für gar nichts mehr Munition, außer für die Sniper. Okay, Kamikaze, kein Problem. Wie schlägt man nochmal? Ich hab vergessen, wie man schlägt.
Ich hab vergessen, wie man schlägt, mitten im Eifer des Gefechts. Hä? Ich spiele seit ein paar Stunden. Und ich habe keinen Plan, wie man schlägt? Ist das dein Ernst, Zero? Wie habe ich geschlagen? Ich glaube, das war das LT? War das irgendein linker Stick? Ich bin gerade vollkommen verwirrt. Oder war es ein rechter? Nee, das war Granate werfen. Kennt ihr das, wenn ihr ein Spiel spielt? Die Knöpfe eigentlich in den Fingern habt und nicht in dem Kopf. Das heißt, ihr könnt euch nicht erinnern, welche Knöpfe das sind. Aber ihr wisst, dass es die Knöpfe gibt. Das war zielen? Ja doch, das ist doch schlagen. Habe ich doch gemacht. Verarschen wollen die mich hier oder was? Ich möchte gerne nochmal eine Runde fliegen. Ja, es ist klar, stürzt sich erstmal in den Abgrund. Ich habe für gar nichts mehr Munition. Aha. Was war das? Wieso? Ich wechsle mit Y, wechsle ich Waffen? Das ist mir neu. Gut, das ist Fallout 3. Aber wie komme ich da hoch? Ich bin verwirrt. Hier ist doch so eine Art Weg, ne? Also der führt hier hoch, ne? Das heißt, der andere Weg, den wir suchen, muss hier oben sein. Na komm, oh, geschafft. Schildkröten? Aha. Ja, häuten wir mal eine Schildkröte. Panzer. Ekelhaft. Sehr schön. Oha, da haben wir aber richtig viel gekriegt. Krass. Okay. Dann fliegen wir halt zu unserem Ziel. Gar kein Problem. Moment. Wir wollten dahin, ne? Jetzt muss ich mich aber konzentrieren, weil ich nicht gut darin bin. Ist das normal, dass er so unstabil fliegt? Ich möchte gerne hier rauf. Perfekte Bruchlandung. Dann schauen wir mal. Sehr schön. Der erste ist schon mal tot. Oh Gott, nein. Ah, wie konnten die mich sehen, ey? Mist. Das war das perfekte Verbrechen, weißt du? Wir sind in einer halben Minute da. Haha. Idioten. Nein, nicht getroffen, Mist. Ich hab nicht so viel Munition für euch alle. Kann ich ihn da durchtreffen? Nee, ne? Ach, der war sowieso im Gebäude. Ach, Mist. Nimm dies! Hoha! Haben sie alle erwischt. Mist. Okay, das müssen wir doch mal trainieren, Zero. Das müssen wir noch trainieren. Na, das gibt's doch nicht. Naja, immerhin ist er tot. Auch wenn es nicht im Kopf war. Ist ja auch egal. Ey, wie soll ich mich konzentrieren, Kopf zu treffen, wenn ihr mich abschießt, hä? Okay. Ein Schuss noch. Der muss sitzen.
Boah, getroffen. Hier ist da noch einer. Haha. Na komm, du Köder. Komm. Wehr dich doch. Sehr schön. Und dieses Lager gehört dann wohl auch uns. Jawohl. Ach ja, die Aushangtafeln haben wir jetzt auch noch hier, ne? Einfach nur Tiere jagen? Das ist lame. Ich würde sagen, wir plündern kurz die Leichen, beenden die Folge. Denn das war auch die letzte Folge für diese Aufnahme. Ich möchte ja nicht zu viel vorgreifen, sonst haben wir nämlich ein kleines Problem, dass ihr Kommentare schreibt, die für mich schon 50.000 Folgen in der Vergangenheit sind. Und das möchte ich ja nicht, ne? Ich möchte ja immer euch aktuell halten mit den neuesten Folgen. Ich glaube, das war schon, ne? Haben wir alle Leichen echt geplündert? Ne, Freunde, wir sehen uns dann morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.